Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch mit einem neuen Video zu den Katakanern. Wir hatten in den ersten Videos ja bereits parallel zu den Katakana-Silben selbst die Längungen, Variationen und Doppelkonsonanten durchgenommen. Und mir ist dann erst später aufgefallen, dass ich eine Sache total vergessen hatte, und zwar die zusammengelegten Laute oder wie ich sie genannt hatte, die gebrochenen oder gebeugten Laute. Also alles das, was ihr hier, das ist wieder Blatt vom Migray Language Center, das Übersichtsblatt. Was ihr hier alles seht, also Kia, Sha, Cha, Nya, Q, Shu, Chu und dann immer die ganze Reihe runter bis Pia, Piu und Pio. Und das wird in Katakana ganz genauso gemacht wie in Hiragana. Ich nehme jetzt nicht hier die Übersichtsseite dazu, sondern in Seite 20 von der PDF-Datei gibt es, ich glaube es ist die Seite 20, gibt es noch dieses Blatt hier, wo dann auch so ein bisschen Übungsplatz ist, dass man es auch selbst üben kann, und auch die Angabe, wo dann das kleine Ja, Jo oder Jo hinkommt, denn das ist genau wie bei Hiragana. Es wird einfach zusammen mit der I, mit dem I-Konsonanten, mit dem I-Vokal, also die Konsonanten mit dem I-Vokal, Ki, Shi, Chi, dann haben wir noch Hi, Pi, Li, Gi, ja, hier haben wir noch ein bisschen was extra, Ni, Bi, Mi und so weiter. Also die werden dann eben alle mit einem kleinen Ja, Ju oder Jo verbunden. Und dann kommen diese ja, zusammengelegten Silben raus. Ich würde es nochmal an einigen wenigen Beispielen zeigen. Also bei Kia ist es also dementsprechend das Katakana Ki mit einem kleinen Ja dahinter. Das ist hier auf dem Blatt immer einmal fett abgedruckt, dann einmal ein bisschen ja, kleiner abgedruckt, dass man es da einmal sozusagen nachzeichnen kann. Und hier neben ist dann einmal nochmal Platz für einen selber, dass man das selbst komplett zeichnen kann, also ein Ki. Und dann eben in dieses kleine Kästchen hier, um die Größe ungefähr hin abzuschätzen, kommt dann das Ja rein. Ja, also funktioniert das dann auch für Shi, für Cha, für Hi, für, ja, machen wir es einmal mit Pia, Piu und Pio. Da wird dann dementsprechend natürlich wieder das Katakana Hi zusammen mit dem kleinen Kringel, das es dann zum Pi macht und dann einem kleinen Ja, Ju oder Jo verbunden. So, also, hier war ein Schnitt, weil ich mal wieder Mist gemacht habe, und zwar habe ich die Strichfolge falsch gemacht beim Hi. Und zwar, also es ist dann das Hi, dann die Variation mit dem Kringel dran, dass es zum Pi wird. Und wenn man dann hier in dem Fall ein kleines U dranhängt, dann wird es zum Piu. Also 1, 2, Kringel und dann in der Größenordnung, wie das Kästchen hier ist, das U. Ja, genauso beim Piu. Dann schauen wir uns hier oben nochmal das Ja, Ju, Jo an. Das hatten wir, glaube ich, eigentlich schon gemacht bei den Variationen. Machen wir es nochmal ganz kurz. Also das ist eben genau dasselbe wie bei den zusammengelegten Lauten. Ach ja, bei Gi, Ja, Gyu, Gyu wird entsprechend natürlich das Ki mit zwei Strichen zum Gi. Dann ein kleines Ja dran, wird zum Gya. Machen wir es einmal hier drüben fürs Gyu. 1, 2, 3. Zwei Striche zu Gi. Und dann ein kleines U wird zu Gyu. Ja, Ja, Ju, Jo hatten wir, glaube ich, schon für die Variationen der der Katakana. Machen wir trotzdem nochmal. 1, 2, 3. Dann zwei Striche dran wird es zu G. Und mit einem kleinen Ja wird es zu Ja. Also was für Ju einmal hier. 1, 2, 3. Shi wird mit zwei Strichen zu G. Mit einem kleinen Katakana Yu wird es zu Ju. Ja, dann machen wir das Ganze nochmal für Bio. Hier ist es dann im Gegensatz zu Pio, das Katakana Hi mit zwei Strichen wird zu Bi. Und dem kleinen, ja, spiegelverkehrten E, was dann ein Jo ist, wird es zu Bio. Also 1. Zwei Striche für Bi und Jo. Ja. Dann
haben wir damit die gebeugten Laute im Prinzip abgeschlossen. Also das ist ganz genauso wie bei den Hiragana, wie ihr gesehen habt. Und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Kapitel. Dazu lege ich nochmal kurz das andere, die Übersichtsfolie auf von dem Meguro Language Center. Ja, hier seht ihr dann das, was ich auch schon einmal kurz erwähnt hatte, gezeigt hatte. Foreign Words Representation bei Katakana. Die Katakana haben neben den 46 selbigen, wie es sie auch bei Hiragana gibt, noch einige weitere Kombinationen, um eben ausländische Wörter besser in das Silbensystem pressen zu können von der Aussprache her. Also das hier ist nur eine kleine Auswahl davon. Ich habe da noch ein Arbeitsblatt, was wir gestern bekommen haben im Studium, was ich euch noch zeigen werde, wo auch einige Beispielwörter mit dabei sind. Also nur schon mal zur Orientierung. Also es sind dann alles Silben, ja, die mit einem kleinen E, A, I, O, ein U und auf dem anderen Blatt zeige ich dann auch gleich noch eine Verbindung mit einem U, ja, wo dann eben das irgendwie drangehängt wird und dann entstehen da andere Silben draus. Also zum Beispiel beim Shi und einem E ist dann She oder bei einem Chi und einem E ist dann Che. Ja, oder wie es ja kein, außer beim F den F-Laut nicht gibt, gibt es dann eben mit F plus kleines A ist Fa, F plus kleines I ist Fi, F plus kleines E ist Fe und so weiter. Dann gibt es ja auch kein T, da gibt es ja sozusagen die Reihe von Katakana und Hiragana mit T ist ja Ta, Chi, Zu, Te, To. Da ist kein T und auch kein Tu drin, deswegen wird das T hier beispielsweise dann mit einem T und einem I gebildet. Also das ist nicht ganz leicht zu merken, das müsst ihr euch wirklich anschauen und einprägen. Ich schau mal, ob hier steht das Tu beispielsweise gar nicht dabei auf dem Meguro Language Blatt. Es steht dann allerdings da, drauf auf dem Katakana Schriftzeichen Tabelle, die wir vom Studium bekommen haben. Die werde ich einmal in Großaufnahme auch ein bisschen länger im Video zeigen. Dann könnt ihr da an der Stelle das Video gleich mal stoppen und es euch anschauen. Ich lege es am besten einfach mal hin. Kleinen Augenblick. Ja, das ist das Blatt, was wir bekommen haben. Da haben wir ja oben auch noch so Sachen wie Quark, wie Que, Quo. Und hier drüben stehen dann einige Beispielwörter. Also hier wäre das zum Beispiel für Qua, für das hier. Das erste wäre Quartetto. Was dann eben Quartett, italienisch Quartett bedeuten würde. Oder hier haben wir für Que, Question Mark auf Englisch, also von der Lesung her wäre es dann allerdings Question Marke. Man muss, damit die Japaner einen verstehen, das auch immer dann so in den Silben aussprechen, wie es da steht, weil sonst gibt es wohl öfters mal Probleme im Verständnis, zum Beispiel auch wenn es um Ländernamen ausländischer Länder geht, die immer hauptsächlich in Katakana geschrieben werden und dergleichen. Da muss man wirklich das, so wie sie in Katakana geschrieben werden, auch im Mündlichen aussprechen, damit, ja, damit die Japaner das verstehen. Zum Beispiel hier bei Paraguay, da ist hier die Verbindung Gua, gebildet durch ein Gu und ein kleines Ja. Ich muss mal heranzoomen, wenn man die zwei Striche nicht so sieht, also Gu plus Ja, plus nicht Ja, sondern A, also Katakana A. Und hier drüben wäre das dann eben Paraguay. Paraguay. Ja, Che, Je, Che haben wir hier dann so dabei. Man sollte sich nicht in die Irre führen lassen. Das hier drüben sind jetzt also nicht die Lomagie-Umschriften, sondern wirklich dann ja, die Vokabel im Englischen zumeist, was es bedeutet. Und Chairman, also hier sind dann drei Beispiele für Che, wäre dann also eben Chairman. Chairman, von der Aussprache her. Oder Chesse, das klingt relativ gleich wie im Englischen dann auch. Und hier haben wir Checke, für Check. Ja, dann hier ist das To, was gerade gefehlt hatte. Haben wir hier jetzt Beispiele Today. Also das ist auch nicht Today, wie wir es aussprechen würden, sondern da ist dann ein T mit zwei Strichen dahinter und ein Längungsstrich. Also Today wäre das von der Aussprache her. Ja, dann haben wir hier Di, Du, Du, Za, Zi, Ce, Zo. Schauen wir mal, was wir da haben.
Mo, dann haben wir hier Verbindung zu plus A, macht za. Mozarto. Mozarto. Das U hier von dem Ru wird gerade bei Katakana-Wörtern oftmals verschluckt, weil das Ru die beste Variante ist, um unseren Einzelkonsonanten R darzustellen, weil das U eben ein schwacher Vokal ist. Deswegen wird es dann Mozarto. Also da hört man das U bei dem Ru eigentlich kaum raus. Ja, dann hier Fa, Fi, Fu, Fe, Fo. Fu haben wir ja, deswegen ist hier dann nur Fu. Mal schauen, ob hier drüben da auch ein Beispiel für ist. Ne, leider nicht. Kein Beispielwort, wo das Fu mal Gebrauch finden würde. Kann ich jetzt leider dann auf Anhieb auch keins sagen. Ja, hier haben wir dann für Fe beispielsweise Fese. Also wie gesagt, niemals von der Roma, von dem eigentlichen Wort durcheinander bringen lassen. Das ist manchmal eben doch ein bisschen anders als im Englischen. Im Englischen ist das A hier bei Face beispielsweise, klingt eben für die Japaner eher wie ein E, das A bei Face. Face. Deswegen wird es dann also nicht Face geschrieben, sondern Face. Man muss dann wirklich das von der Aussprache, ja, sich irgendwie ein bisschen versuchen, über Ecken zu denken, von der Aussprache her, warum das dann eben das englische Wort ist. Das ist da manchmal ein bisschen schwer zu erkennen. Ich werde nachher noch eine Leseübung machen in einem anderen Video, wenn ihr wollt, was wir aufbekommen haben, einen Zettel, oder den wir bekommen haben, um freiwillige Leseübungen zu machen. Das ist genau die Rückseite von dem Zettel hier. Dann werde ich hier die rechte Seite abdecken, wo die Lomagie-Umschrift steht, und dann mal versuchen, mit euch zusammen in einem anderen Video hier die Sachen zu lesen, wenn ihr Lust habt. Da kommen leider diese extra Katakana hier für ausländische Wörter nicht vor. So, bevor ich dann allerdings zum nächsten Blatt komme, möchte ich natürlich die letzten hier unten nicht vergessen. Wie, we, wo und wa, wie, wo, we, wo. Die Varianten hier für den V-Konsonanten für ausländische Wörter, das ist, sind die Varianten hier unten mit einem U-Katakana, zwei Strichen dran und einem A, I, U, E oder O. Warum das hier mit einem U geschrieben wird, also View, ist mir leider nicht ganz schlüssig und klar. Da könnte ich vielleicht nochmal meine Dozentin nachfragen. Also das hatte ich hier, hat mich dann auch in Japan, als ich da war, ein paar öfters mal verwirrt, wie das hier gelesen wird. Also ein kleines, also ein U mit zwei Strichen, was ja eigentlich sonst gar nicht existiert, und dann eben ein A, I, U, E oder O. Dahinter ist dann eben wa, wie, wo, we, wo. Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit, vielleicht fällt es denjenigen auf, die sich an meinem Beispiel Vivi, den Charakter aus One Piece, erinnern für wie. Die älteren Japaner benutzen diese Varianten hier nicht, sondern die benutzen für Namen, wo ein V drin vorkommt, ausländische Namen, eine andere Variante. Und zwar habe ich hier schon mal was vorbereitet unten. Und zwar die Ha-Reise, Ha, Hi, Hu, He, Ho in Katakana. Und wenn man da jetzt entsprechend zwei Striche dran macht, dann hätten wir hier Wa, Wa, also Ba, dann hier Bi, Bu, Be, Bo. Und hier hätte ich ja dann als Beispiel das Vivi in Katakana mit zweimal Bi geschrieben wurde, also Bibi. Weil B und V vom Klang her oder auch von der Mundstellung her, Zunge und so weiter, relativ nah beieinander sind. Wa, wie, bu, be, wo und ba, wie, bu, be, wo. Nur dass eben die Lippen sozusagen etwas mehr beben, wenn man das mit dem B-Laut macht. Ja, aber wie gesagt, diese Variante hier kann euch auch unterkommen. Wir hatten am Donnerstag, also gestern, eine Leseübung gehabt, wo dann auch ausländische Ländernamen dran kamen, die einmal mit einem, ich weiß nicht mehr, welches Beispiel es genau war, einmal mit V, Venezuela oder so geschrieben wurde, also einmal mit einem Katakana, He und zwei Strichen, und einmal eben in dieser Variante hier mit dem U, zwei Strichen und dem E dahinter. Also ist beides sozusagen richtig. Also wenn euch beides begegnet, das ist im Prinzip sozusagen dann dieselbe Lesung für ausländische Namen. Also das hier kann auch ein VE sein und nicht ein BE. Das ist dann ein bisschen schwer zu erkennen. Und eben weil es wahrscheinlich so war, ist das hier jetzt eigentlich die heutzutage geläufigere Variante für diese Silben, um eben nicht mehr auf diese hier zurückzukommen und die wirklich für einen B-Konsonanten zu lassen. Ja, so viel dann zu den weiteren Silben, die es noch so gibt, mit den Beispielen dahinter hier auf dem Blatt, was wir hier haben.
Ich wollte euch noch zeigen, bei Meguro Language Center sind noch auf den letzten zwei Seiten ja, ein paar Beispiele dabei für Ländernamen in Katakana geschrieben. Also haben wir hier Beispiele wie Irak, Bagdad und wie das dann alles in Katakana geschrieben wird, schaut mal nach. Und da sind auch ein paar Beispiele, wo diese sozusagen zusätzlichen Katakana auftauchen. Da haben wir hier auf dem ersten Blatt ganz unten Sweden. Da haben wir dann eben dieses WE, was es ja eigentlich im Japanischen als Katakana und auch hier Lagana-Silbe nicht gibt. Das ist dann also Su. Das U wird dabei eben auch wieder verschluckt. Su hört man nur ganz leicht. Und dann eben dieses U mit dem E dahinter. Also, Sweden. Sweden. Wäre dann eben Schweden. Oder auf dem allerletzten Blatt dann vom Meguro Language Center. Mal schauen, was wir da noch haben. Ja, hier haben wir beispielsweise etwas. Und zwar haben wir einmal Mexico. Mexico. Für Mexiko ist klar. Und dann hier drunter haben wir einmal das T als Beispiel. Und zwar Mexico City. Mexico City ist dann Mexico City. Das ist manchmal ein bisschen witzig, wie das dann im Japanischen gelesen wird. Also hier hätten wir beispielsweise mal ein Beispiel, wo das T drin vorkommt. Mal sehen, ob wir noch irgendwo etwas finden, was keine übliche Hiragana sind. Ja, hier. Mit einem kleinen I. Finlando. Finlando. Finnland. Also hier in solchen ausländischen Ländernamen, ausländischen Begriffen können dann eben diese ja, Sonder-Katakana-Zeichen mit drin vorkommen. Schaut euch da mal ein bisschen um. Vielleicht findet ihr noch andere Listen mit anderen Beispielen im Internet, wenn ihr mal googelt oder so, wo noch weitere ja, Katakana-Beispiele sind, wo ein paar von genau diesen ja, Ausnahmeschriftzeichen hier auftauchen für ausländische Namen, Sonderschriftzeichen sozusagen. Ja, es scheint auch nicht immer ganz einheitlich zu sein von der Schreibung her, von ausländischen Begriffen, wie sie dann wirklich geschrieben werden. Also da kommen manchmal unterschiedliche Schreibweisen bei vor. Zum Beispiel bei Matelito, hier sind auch zwei Schreibweisen angegeben. Also da scheint es nicht immer ganz einheitlich zu sein, weil es sind halt keine urjapanischen Begriffe oder dergleichen ausländische Begriffe. Und die dann, da die Japaner das ja immer in ihr Silbensystem pressen wollen, gibt es da dann manchmal verschiedene Möglichkeiten, die relativ nah an dem Original dran klingen. Ja, an dieser Stelle möchte ich dann Schluss machen zu den... Wir hatten jetzt ja nochmal die zusammengelegten, gebeugten, gebrochenen Laute gemacht und jetzt diese Sonderzeichen. Bei den Sonderzeichen, tja, ist schwer, es gibt kein wirkliches System. Jedes Lehrbuch hat dann ein bisschen variierende Liste von welchen, die sie, also von Zeichen, die sie für wichtig erachtet. Wir haben beim Meguro Language Center sind andere da als bei uns, was wir im Studium auf dem Blatt bekommen haben. Ich glaube, auf dem Zettel mit den gebeugten Lauten, da sind sogar ein paar Beispiele drauf, oder für euch zu zeigen, wie man es schreibt. Also Fa, Fi, Fe, Fo. Habt ihr hier auch nochmal. Also es wird diese kleinen Vokale oder U dahinter. Wo haben wir es? Few ist hier gar nicht mit dabei, aber hier bei Du, kleinen U. Also es ist dann genau von der Größenordnung her wie bei Doppelkonsonanten das Zu oder bei den zusammengelegten Lauten auch von der Größenordnung her, ju, ja, i, ja, ju, jo. Wenn da also ein kleines A, E, U, O oder U und dergleichen dahinter ist, wird das eben auch in dieses ja, etwas mehr als Viertelkästchen eingezeichnet. Also habt ihr hier auch noch ein paar Beispiele, allerdings auch nicht komplett. Auch ein bisschen inkonsequent vom Meguro Language Center. Ja, und dann möchte ich an der Stelle Schluss machen. Ich werde jetzt noch ein weiteres Video aufnehmen, wo ich mir eine Leseübung mit euch mache und eine Schreibübung, also eine Katakana-Übungsvideo, wo ich auch dann Zettel vom Meguro Language Center benutzen werde und einen, den wir im Studium bekommen haben, als Leseübung. Und an der Stelle mache ich dann hier Schluss. Das waren zusammengelegte Laute und weitere zusätzliche Katakana-Silben für ausländische Begriffe und dann an der Stelle jetzt also Matane, bye bye.